gerufen. Und ich finde es immer noch schade, dass ich es nicht geschafft habe, bei uns durchzusetzen, dass wir haben einen neuen Ofen gebraucht, weil unser alter kaputt gegangen ist. Nach 20 Jahren. Dann gut ist für ein Kachelofen. Das jetzt für einen Kachelofen. Zu kurz ist oder nicht. Das weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Aber ich finde es trotzdem sehr schade, dass ich es nicht geschafft habe durchzusetzen, da ein Koch- und ein Backfach reinzubauen. Allein für Pizza ist das nämlich viel geiler, wenn die in einem Holzofen gemacht ist. Weil kein elektrischer Backofen der Welt bringt die Temperaturen, die man für eine richtige Pizza braucht. Schafft keiner. Das schafft nur ein Holzofen. Weil die einfach von Haus aus deutlich wärmer sind. Und das ist so ein Geheimtrick, den haben wir von einem italienischen Pizzabäcker gekriegt. Als wir da zu essen waren und halt direkt neben der Küche saß und hat er halt so beim Backen geredet und hat er auch uns penibel genau erklären können, warum Pizza im Backofen nie so geil schmeckt wie beim Italiener mit Holzofen. Und ja, ich muss sagen, da ist schon was dran. Ich merke es auch beim Grillen. Man kann auf einer Herdplatte grillen und man kann auf, also ja gut, grillen ist jetzt relativ, aber man, jeder von euch kennt doch bestimmt diese Steakpfannen. Die mit diesem griffelten Boden, damit man da quasi fake grillen kann. Die funktionieren ganz gut. Man muss sagen, das mit der Musterung klappt jetzt nicht immer so gut. Dass auch halt dieses Pfannenmuster ins Fleisch übergeht. Damit man halt so richtig das Grillgefühl mitkriegt. Das klappt leider nicht immer. Aber man muss sagen, es kommt gegrilltem Fleisch vom Grill schon mal deutlich näher als alles, was man in der Teflonpfanne macht, in der normalen. Ja. Das ist schon mal das eine. Und das andere ist halt auch einfach. Die Hitzeentwicklung von einem Grill. Wenn man richtig grillt. Also es gibt ja dann natürlich auch Gasgrills und so weiter. Von denen halte ich persönlich jetzt nicht viel. Ich bin, was Grillen betrifft, sowieso wahrscheinlich einer der Menschen, die das Ganze extrem eigensinnig machen. Ich brauche zum richtigen Grillen, brauche ich meinen gemauerten Grill aus dem Garten. Auf einem anderen Grill kann ich nicht richtig grillen. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich grille nicht auf Gas, ich grille nicht auf Holzkohle, also nicht aus der Außenlagerhaus, sondern wenn ich grille, fängt es erstmal damit an, dass ich 2 Stunden vorher Holz hacke, so richtig schön mit der Axt auf dem Hackstock Holz, also normale Brennholz für den Kamin, etwas kleiner hacken, damit es halt einfach schneller geht. Und dann fängt's an. Dann machst du in deinem Grill, in meinem gemauerten Grill, erstmal ein Lagerfeuer, so ein kleines. Das lässt du dann runterbrennen. Das dauert dann, je nachdem wie dick man das Holz hat, so 1,5 bis 2 Stunden. Und wenn überhaupt kein Feuer mehr zu sehen ist, dann kommt der offene Rost, den man während der Zeit prima putzen kann, drauf. Und auf den kommt dann das Fleisch. So. Und diese Hitzeentwicklung, die du da dann hast, ist für das Fleisch einfach nur genial. Das ist danach saftig, es fuck. Es hat wirklich den klassischen Grillgeschmack. Und hat halt auch unverkennbar, dass es quasi ungeschützt auf der offenen Glut lag, mehr oder weniger, ja. Gab's ja mal so diverse Studien, wo es hieß, das ist ja voll krebserregend. Ist klar, wenn man das an Laborviechern testet, dann ist das krebserregend. Allerdings hat man vergessen, dass der Mensch schon jeher früher so gekocht hat und dementsprechend Abwehrkörper gegen dieses Zeug hat. Kann ja mal passieren. Es war mit dem gesunden Grillen, das war einer der genialsten Hypes von so einer Studie.
Das ist genial, finde ich. Aber gut, darüber lässt sich jetzt natürlich streiten. Und das schmeckt man raus. Und das Geile ist halt dran, es ist am Anfang brutal heiß. Und das heißt, quasi innerhalb der ersten 10 Minuten hast du 70% der Hitze am Fleisch. Und man wendet ein Grillfleisch, ein richtiges Grillfleisch, wendet man genau einmal. Und dann ist es fertig. Dieses Prinzip kann man in der Pfanne leider nur sehr schwer einhalten. Einfach nur aus dem Grund, weil dir sonst das Fleisch anbrennt. Allerdings draußen am Grill ist die Hitzeentwicklung, wenn man es so macht wie ich, immer genau die gleiche. Und deswegen funktioniert das halt auch so gut, weil es brät dir halt am Anfang die eine Seite richtig, richtig scharf an. Und dann lässt du es halt erstmal so liegen, bis du von außen so, bis halt so vom Gefühl her zwei Drittel das ganze Fleisch durchgebraten ist. Und dann drehst du es um und lässt es einfach fertig werden. Bis halt unten quasi nur noch Asche ist. Dadurch wird dann die andere Seite, also dass der Rest erst noch zum Durchwerden gefehlt hat, der wird dann auch fertig. Das Fleisch bleibt sehr saftig, weil du am Schluss halt wirklich quasi Niedertourgarung betreibst. Aber weil es halt dann eben zwar sehr auf sehr geringer Hitze liegt, aber dafür sehr lang da liegt, ist es auch am Schluss auch auf der anderen Seite das Grillmuster drauf. Und diese Hitzeentwicklung kannst du in einer Pfanne nicht wirklich nachstellen. Egal wie viel Mühe du gibst, aber es funktioniert nur auf einer richtigen Glut. Es funktioniert allerdings auch nicht an so einem Holzofen, weil der dafür ausgelegt ist, wenn die Glut da ist, würde die Sauerstoffzufuhr gekappt und damit die Glut quasi, ja, auf 3 Stunden ist die dann weiterhin Glut. Ist natürlich, wenn du Fleisch kochst, also wenn du grillen willst, das Schlimmste, was passieren kann, weil dann hast du über 3 Stunden lang die größtmögliche Hitze, die ja so ein Holzklotz geben kann. Und dann hast du quasi den gleichen Effekt, wie wenn du die ganze Zeit die Herdplatte auf volle Pulle laufen lässt und dich dann nachwunderst, warum dein Fleisch angebrannt ist. Ja. Deswegen muss man das an einem offenen Grill machen oder wenn man es an einem Ofen macht, die Sauerstoffzufuhr nicht kappen. Das ist das einzige Geheimnis, das man beim Grillen halt hat. Zumindest mein Geheimnis ist es. Und es gibt Tage, da gelingt mir das, dieses Grillszenario mit der Steakpfanne am Herd in der Küche nachzustellen. Es gibt Tage, da gelingt mir das nicht. Wenn es mir gelingt, dann ist das Fleisch einfach nur legendär. Wenn es mir nicht gelingt, dann ist es halt normales Grillfleisch. Also nicht Grillfleisch, einfach nur ein Fleisch, das man halt in der Pfanne gebraten hat. Und das, den Unterschied schmeckt man dann auch. Ich kann auch auf Gas grillen, macht halt wesentlich weniger Spaß. Aber da kann man mit der Gaszufuhr zumindest auch einigermaßen die Temperatur regulieren. Dass es halt immer weniger Temperatur wird. Wenn du halt dann für ganz viele Leute grillst, ist Gas natürlich das Optimale, weil du dann halt immer gleich deine Temperatur hast, aber trotzdem Grillaroma. Normale Holzkohle hat halt den Nachteil, wenn sie weg ist, ist sie weg. Und wenn man nachgibt, brauchst du erstmal wieder eine Viertelstunde, bis die Hitze wieder da ist. Und meine Technik ist halt, hat halt den riesen Nachteil. Wenn du einmal die Glut hast, dann musst du in dieser Glut das ganze Fleisch durchbringen, weil sonst hast du ein Problem. Ist ja logisch, weil wenn es erstmal Asche ist, dann hast du keine Hitze mehr. Und ja, von dem her
brauchst du, wenn man für viele grillt, brauche ich da ein sehr gutes Platzmanagement auf dem Grillrost. Oder alternativ Hähnchenfleisch, weil das geht sehr, sehr, sehr schnell. Und kann ich dementsprechend sehr gut etappenweise braten. Also da kann ich sehr viel in kurzer Zeit garen mit Hähnchenfleisch. Das sind so die Geheimtricks. Oder ansonsten muss man halt dann wirklich Holzkohle an der Tankstelle oder am Baumarkt kaufen. Und die halt dann, wenn man halt merkt, allmählich kommt man auf Glut, dann halt einfach die drauflegen und die halt immer wieder nachschütten. Weil selber aktiv dann wieder Glut herzustellen, dauert wieder Ewigkeiten. Außer man hat so einen super Kamin, da kannst du dann einfach die Kohle rausnehmen und auf den Grill schmeißen und immer wieder nachproduzieren. Oder man macht es einfach ganz geschmeidig und grillt direkt auf offenem Feuer. Das funktioniert allerdings nur sinnvoll mit so einem Schwenkgrill, der halt auf Ketten gelagert ist. Weil sonst verbrennt ja alles. Oder du tust eine Alufolie drunter, dann geht's auch. Aber dafür hast du dann halt auch nicht den guten Rostaroma. Was auch wieder sehr schade wäre. Aber fällt mir auf, es ist ja, wenn ich das aufnehme, immer noch. Warte, nee, heute ist glaube ich der 1. März. Gestern kam die lang erwartete Minecraft-Version 1.9 raus, die wir in vielleicht 5 Jahren mal spielen werden. Oder 4. Je nachdem, wie schnell ich es schaffe, die Versionen zu pushen. Weil, wie gesagt, ich will irgendwann auch mal aktuell werden und nicht immer in der Vergangenheit leben, weil das ist ziemlich mühsam. Andererseits habe ich mich auf die 1.9 irgendwie gar nicht so richtig gefreut. Keine Ahnung wieso. Dass das End neu gemacht wird, finde ich cool. War denke ich auch mal nötig. Aber so andere Veränderungen kann ich jetzt, weiß ich nicht, inwiefern ich die gutheißen soll oder überhaupt gutheißen kann. Es sind ja teilweise doch ziemlich fundamentale Eingriffe ins Spielprinzip. Wenn das die zweite Hand jetzt mal nicht mehr so mega unnütz rumhängt, ist ganz okay, aber ich weiß halt, ich wüsste nicht, ob ich die wirklich. Ja, ich hab's noch nicht ausprobiert. Die 1.9 noch nicht gestartet. Aber spätestens, wenn der Members of the Server updated, komme ich hier selber nicht mehr drum rum, mit der 1.9 zu spielen. Und dann werde ich dann schon sehen, wie das Ganze so funktioniert und wie das ins Spiel selber eingebunden ist. Aber ja, ich bin, muss ich ehrlich sagen, was das betrifft, echt ein bisschen skeptisch. Oder mit diesen Flügeln. Es ist halt so viel Elementares, das auf einmal geändert wird. Und es gibt in Bayern so ein schönes Sprichwort: Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Heißt, man hat immer Angst vor Veränderungen. Und das trifft, denke ich, auch auf die neue Minecraft-Version zu. Man hat halt einfach Angst vor der Veränderung, dass einem halt das Spiel nicht mehr so gut gefällt, wie es halt vorher der Fall war. Ich meine, ja, das ist legitim. Kann man haben, ob es tatsächlich begründet ist. Weil viele haben ja auch gesagt, das mit dem Schwert cool dann und so weiter, das ist einfach nicht mehr Minecraft. Naja, gut. Ich meine, in der Version, die wir jetzt gerade haben, ist es auch so, dass der Bogen unendliche Haltbarkeit hat und Teile instant verschießt. Im 10-Sekunden-Takt. Dass das jetzt nicht mehr so ist, ist mittlerweile auch selbstverständlich. Und war beim Update selber.